Herzlich willkommen bei Obramo. Wir begrüßen euch heute zum dritten Teil unserer Pfefferspray-Serie. Das Thema heute: die Vorteile von Pfefferspray. Der erste Vorteil: man kann sich mit sehr, sehr kleinem Packmaß exzellent schützen. Das hier ist die 16 ml-Variante von Walter und bei uns im Shop eines der beliebtesten Sprays. Man kann es einfach dabei haben. Es ist klein, handlich, passt in jede Handtasche, in jede Jackentasche. Geringes Packmaß, großer Schutz. Vorteil Nummer 2: es ist eine wirklich preisgünstige Alternative, die jeder erwerben kann. Bei uns im Shop kommt es darauf an, natürlich, wie viel ist im Pfefferspray drin, welche Marke kauft man. Aber ab 10 Euro aufwärts kriegt man hochqualitatives Pfefferspray und man hat nicht die hohen Kosten, um sich selbst zu schützen. Und wo wir gerade beim Thema Krafttraining und Übung sind: man kann sich mit Pfefferspray verteidigen, ohne vorher groß geübt zu haben. Wir empfehlen natürlich immer, dass man zwischendurch mal mit so einem Trainingsspray hier, das ist ein Spray ohne Wirkstoff, trainiert, damit man weiß, wie funktioniert es im Ernstfall, wie weit kann man damit sprühen und auch wie fühlt es sich an. Das ist in einer Notsituation nämlich enorm wichtig. Aber alles in allem ist Pfefferspray beim Thema Selbstverteidigung eine sehr, sehr gute Lösung, wenn man nicht viel üben möchte. Ja, man wendet es an und ist auf der sicheren Seite. Ein weiterer Vorteil: für jeden Anwendungsfall gibt es das richtige Pfefferspray. Wenn man es klein und handlich haben möchte oder wenn man beispielsweise im Bereich Home Defense oder im Security-Bereich eine große Portion braucht, die gesamte Bandbreite ist abgedeckt an Produkten für unterschiedliche Anwendungsfälle. Wenn man ein Produkt haben möchte, was man bequem am Handgelenk beim Joggen tragen möchte, ist das genauso möglich wie ein Bärenabwehrspray, was man am großen Gürtelholster trägt. Auch für die Leute, die es etwas eleganter mögen oder mit Strasssteinen besetzt, auch für die gibt es das richtige Produkt für unterwegs. Ein weiterer Vorteil von Pfefferspray: es ist einfach hochwirksam. Es ist durch und durch effektiv, weil der Wirkstoff so hoch konzentriert ist, wenn es sich um qualitativ hochwertiges Pfefferspray handelt, dass angreifende Tiere oder auch im absoluten Notfall angreifende Menschen einfach sicher vertrieben werden oder außer Gefecht gesetzt werden. Ein weiterer Vorteil von Pfefferspray ist: man kann es in Deutschland frei erwerben, solange es als Tierabwehrspray oder zur Tierabwehr gekennzeichnet ist. Und man kann es an ganz, ganz vielen Orten ohne Tragebeschränkungen dabei haben. Welche Tragebeschränkungen es gibt, dazu haben wir ein Video gemacht, das verlinken wir euch mal eben hier oben. Ein weiterer Vorteil von Pfefferspray: jeder kann es in Deutschland einfach kaufen, solange Tierabwehrspray darauf steht oder zur Tierabwehr. Und man kann es in ganz, ganz vielen Situationen, Alltagssituationen mit sich führen. Natürlich gibt es Tragebeschränkungen. Guckt dafür auf jeden Fall mal in den zweiten Teil unserer Serie Pfefferspray rein. Da haben wir die rechtliche Situation in Deutschland ausführlich erläutert. Der nächste Vorteil von Pfefferspray: man kann das angreifende Tier damit wirklich auf Distanz halten. Wenn man über Elektroschocker zum Beispiel spricht, dann ist es so, dass man an den Angreifer oder das angreifende Tier ran muss oder diese Person oder das Tier schon an einem dran ist. Das Ziel ist es natürlich, dass es zu gar keiner körperlichen Auseinandersetzung kommt und dass man ein Mittel hat, womit man sich auf Distanz verteidigen kann. Und dafür ist Pfefferspray die erste Wahl. Der weitere Vorteil: Pfefferspray gleicht durch die hohe Wirksamkeit körperliche Nachteile aus. Selbst wenn die Kraft des Angreifers oder des angreifenden Tiers deutlich höher ist, selbst wenn man klein und zierlich ist, mit Pfefferspray ist man auf der sicheren Seite und da kommt es nicht auf die Größe des Angreifers an. Ein weiterer Vorteil von Pfefferspray ergibt sich, wenn man in die Geschichte und in die Entwicklung des Pfeffersprays guckt. Dazu haben wir auch schon ein Video gemacht, checkt auf jeden Fall mal Folge 1 der Serie. Und zwar wurde es entwickelt, um Angreifer zu stoppen, ohne sie dabei tödlich zu verletzen. Und das ist bei Pfefferspray in der Regel so. Natürlich gibt es Nebenwirkungen und Ausnahmefälle, aber in der Regel ist es ein Mittel, wo der Angreifer nicht schwer verletzt wird oder getötet wird. Zusammengefasst hat man mit Pfefferspray ein Sicherheitsgefühl in der Jackentasche, in der Handtasche oder eben in der Hosentasche. Und es ist preiswert, es ist klein im Packmaß und hocheffektiv. Mit Pfefferspray ist man auf jeden Fall auf der richtigen Seite, wenn man sich selbst vor angreifenden Tieren schützen möchte. Ein weiterer Vorteil des Pfeffersprays ist, dass es unterschiedliche Sicherungsmechanismen gibt. Wir sprechen hier häufig in diesem Fall von einer Flip-Top-Abdeckung. Das ist nichts anderes als eine Abdeckung, wo man den Daumen drunter schiebt, damit es von oben nicht aus Versehen ausgelöst wird. Und die hochwertigen Pfeffersprays sind alle gegen Auslösen in der Hosentasche oder beispielsweise in der Jackentasche geschützt. Man wird also selbst nicht gefährdet, wenn man dieses Abwehrspray dabei hat.
Ihr merkt schon, es gibt viele Vorteile beim Thema Pfefferspray. Wir kommen zu einem weiteren, der auch wirklich relevant ist. In einer Notsituation wird man möglicherweise von mehreren Hunden angegriffen. Und wenn man einen Pfefferspray in dieser Größe hat von Walter, das ist so um die 50 Milliliter, dann hat man damit auch die Chance, mit mehreren Sprühstößen mehrere angreifende Tiere gezielt anzusprechen und auch mehr als einen Angreifer abzuwehren. Ja, wir haben gerade schon über die Distanz gesprochen, die sehr, sehr wichtig ist, wenn man angegriffen wird. Und wie ist denn eigentlich die effektive Reichweite von Pfefferspray? Das kommt immer ein bisschen auf die Umgebungsbedingungen an, ob man Sprühnebel oder Sprühstrahl hat. Aber selbst die kleinen Pfeffersprays haben eine effektive Reichweite von 2,50 Meter aufwärts. Wenn man aber beispielsweise mit einem Fox Labs in der Größe unterwegs ist und als Sprühstrahl, dann hat man überhaupt keine Probleme, angreifende Tiere auf eine Distanz von 3 Meter, 3,50 Meter oder 4 Meter gezielt abzuwehren. Ein weiterer Vorteil vom Pfefferspray ist, ja, wenn das ein Angreifer sieht, dann hat das direkt schon eine abschreckende Wirkung und im Idealfall muss man das Pfefferspray überhaupt nicht versprühen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, wenn ihr weitere Infos zum Thema Pfefferspray nicht verpassen wollt, abonniert auf jeden Fall mal unseren Channel und guckt in den nächsten Folgen nochmal rein.